Willkommen zu Ihrem ersten Tag auf der Bakerloo Line der Londoner U-Bahn. Hier erhalten Sie eine kurze Einführung zum Betrieb des 1972er Tube Stock, der auf dieser Strecke fährt. Während dieser Sitzung werden Ihnen der Start, wichtige Fahrsteuerungen und der Fahrgastbetrieb an verschiedenen Bahnhöfen nähergebracht. Gehen Sie zu dem angezeigten Zug und steigen Sie ein, um loszulegen. Nehmen Sie auf dem Fahrersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Der Steuerschalter aktiviert den Zug für den Betrieb. Mit der Richtungsauswahl stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Dieser Zug verfügt über einen Kombihebel Leistung Bremse. Stellen Sie diesen wie angegeben ein, um den Start einzuleiten. Stellen Sie die Bremsen wie angezeigt ein. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Stellen Sie die Richtungsauswahl ein und geben Sie Schub, um sich in Bewegung zu setzen. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Komponentenbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Es ist Zeit. Der Zug ist jetzt abfahrbereit. Stellen Sie die Richtungsauswahl ein und geben Sie Schub, um sich in Bewegung zu setzen. Der nächste Bahnhof auf der Strecke ist Kilburn Park, wo wir einen Halt einlegen werden.
wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Werfen Sie an. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zur nächsten Haltestelle Maidevale. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen des Betriebs dieser Lokomotive durchgegangen.